Moin Freunde, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, in meinen letzten Videos ging es ja eher ums Thema 3D-Druck. Das ist auch so ein bisschen dem Thema geschuldet, dass hier aktuell keine Fräse in meinem Keller steht. Ich habe die Sorte deren ja verkauft, um die Elke durchzufinanzieren, beziehungsweise um überhaupt mal finanzielle Mittel freizumachen, damit ich mir zum Beispiel diese ganzen Spielzeuge hier kaufen kann. Die hatte ich zwar schon in vorherigen Videos mal vorgestellt, aber ich will das hier alles nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Und dann gibt es ein ganz großes Update, denn erstens sind die Türme gegossen. Dazu gibt es gleich ein paar Bilder. Dann ist das Maschinenbett endlich überfräst. Und wie das vonstatten gegangen ist, dazu habe ich auch noch ein paar bewegte Bilder für euch, ein paar Videoausschnitte. Da bitte ich so ein bisschen die Videoqualität, zu berücksichtigen, zu entschuldigen. Durch die Scheibe der Fräse war es einfach nicht zu schaffen, anständige Bilder zu kriegen. Also da bitte Rücksicht nehmen, aber immerhin sieht man auf jeden Fall, was da passiert ist. Ja, zuerst mal kurz die Zusammenfassung. Was habe ich denn jetzt eigentlich an Lineartechnik alles schon hier? Da wären dann zum einen hier die Servo-Endstufen, 230 Volt, 400 Watt Servos hängen da dran. Das sind dann diese Jungs hier. Davon habe ich zwei ohne Bremse für X und Y. Und diesen großen hier, der ist dann hier hinten mit Bremse. Der kommt auf die Z-Achse ganz einfach, damit, wenn die Maschine ausgeschaltet ist, der Motor bzw. die Spindel nicht auf nicht runterdrehen kann aus Versehen. Ich habe zwar ein Ausgleichssystem, aber wenn das drucklos ist, dann würde mir die Z-Achse einfach runterrauschen und das will ich so verhindern. Also sprich, ist die Bremse ungestromt, ist sie angezogen, ganz einfach. Ja, dann hatte ich in einem Video auch schon die Kugelumlaufspindeln vorgestellt. Das sind diese guten Stücke hier. Ich habe hier auch nochmal eine vorbereitet zum Auspacken. Das sind 20er Kugelumlaufspindeln mit 5 mm Steigung, Doppelmutter von TBI. Toleranzklasse C5 und P2 vorgespannt. Ich hatte hier zwar gelesen, auf den Schildern, die dabei standen oder die da drauf klebten, das sei nur P1-Vorspannung, aber mir hat man versichert, dass P1-Vorspannung ist die einzelne Mutter und die beiden Muttern sind mit P2 gegeneinander verspannt. Ich kann es nicht nachmessen, also muss ich das jetzt einfach mal so glauben. Nichtsdestotrotz, wenn man die hier mal dreht, die laufen absolut Sahne und vollkommen geschmeidig. Also das ist wirklich ein schönes Stück Technik. Ja, dann habe ich dazu, wie auch schon im anderen Video erwähnt, die passenden Lager. Das ist einmal BK und BF, also die ganz normalen Stehlager. Und an meinem Tisch hängt ein FK-Lager, also sprich ein Flanschfestlager. Und an der anderen Seite ist dann auch ein BF-Lager, also sprich ein Loslager als Stehausführung oder als stehende Ausführung. Ja, weiter ist auch mittlerweile dann mal, oder sind die Linearschienen angekommen. Das sind die guten Stücke hier, die habe ich noch gar nicht aufgepackt. Mal gucken, ob ich die hier aufkriege. Und zwar sind das 25er Linearführung von CPC. Dort haben wir die bestellt. Steht auch richtig schön groß drauf, CPC Europa. Ja, die sind einmal hier in O-Anordnung, die Kugeln, damit noch ein bisschen mehr Steifigkeit reinkommt. Das ist nicht immer sinnvoll, aber bei unserem gefrästen Bett ist das, kann man das durchaus verwenden. Auf Aluprofilen wäre eventuell die X-Anordnung besser, weil da doch Toleranzen besser mit ausgeglichen werden. So habe ich mir das zumindest erklären lassen. Ich war zwischenzeitlich bei der Hannover Messe und habe mir das, wie gesagt, von einem Hywin-Mitarbeiter so erklären lassen. Ja, das sind jetzt hier 6 Schienen für alle 3 Achsen. Dazu passend habe ich hier die Wagen. Mal gucken, dass ich den aufkriege. Das sind einmal Blockwagen und Flanschwagen. Schauen, dass ich hier jetzt gerade eine Flossen habe. Das ist ein Flanschwagen. Vorsichtig, dass der Halter da nicht rausfliegt. Dazu der Schmiernippel und den Flanschwagen, die sind V2 vorgespannt und haben, jetzt müsste ich mal lügen, auf jeden Fall haben wir bei der Dichtung was Besonderes bestellt. Ich kann es jetzt aktuell gar nicht genau sagen.
dass hier heiße Späne zum Beispiel der Dichtung nichts anhaben können. Deswegen ist hier so eine Edelstahlabdeckung drauf. Ja, auch das ist dann endlich angekommen und liegt quasi zum Einbau bereit. Fehlen also noch die großen Hardware-Sachen, will ich das mal nennen. Also sprich das Maschinenbett und der Turm. Der Turm ist, wie eben schon gesagt, der ist fertig gegossen, der ist auch schon ausgeschaltet. Ich wollte euch da nicht jetzt nochmal ein Video machen und mir irgendwelche Lästereien anhören, die hättest du mal Trennmittel genommen. An diese Spezialisten, die das alle erzählen wollen, da war Trennmittel drauf. Die Flächen haben auch nicht gehaftet. Das Einzige, was gehaftet hat, war das Acryl, was die Platten zusammengehalten hat, damit ich eine runde Kante erzeugen kann. Nur mal so an die Schlaumeier, ich weiß nicht, wie viele Kommentare ich da freundlicherweise zu beantworten durfte. Bei den Türmen haben wir uns die Hohlkehle übrigens gespart, weil wir gesagt haben, komm, brauchen wir nicht. Und da gingen die Platten quasi mit dem kleinen Finger ab, also so viel dazu. Wie das Ganze danach ausgesehen hat, das blende ich euch jetzt mal eben hier ein als Foto. Also wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Guss, das ist richtig Sahne geworden. Da kann man sich absolut nicht beschweren. Demnächst, ich hoffe noch diesen Monat, gehen die dann auch wieder auf die Fräse und das Maschinenbett wird bearbeitet. Ja, apropos Maschinenbett. Wie gesagt, das Maschinenbett ist jetzt fertig soweit. Also das haben wir jetzt die Wochen bearbeitet. Erst haben wir das vorgeschrubbt mit einem 80mm Messerkopf. Und da hat mein Kumpel, der ja mit in dem Projekt drin ist und die Zwillingsschwester von Elke baut, die Else übrigens, der hat da doch richtig Feuer gegeben mit dem 80er Messerkopf. Es ist etwas enthusiastisch, eine 22 kW Spindel einfach mal stehen geblieben bei der geringen Drehzahl, also so viel dazu. Das Bett hat das alles überlebt, unbeschadet mitgemacht, keine Risse zu erkennen. Also wenn es diese Belastungen aushält, die es während der Bearbeitung aushalten musste, dann ist das Maschinenbett wirklich für alles, was ich da mit meiner Pibifax-Spindel, die da irgendwann mal dranhängt, veranstalten werde, absolut gerüstet. Das Einzige, was dann eventuell noch wirklich daneben gehen kann, ist, wenn ich mit der Maschine in einen Crash fahre. Denn die 400 Watt Servos 1:2 untersetzt an so einer 5 mm Steigung, die entwickeln doch eine gewaltige Kraft. Da kann man eigentlich nur hoffen, dass der Zahnriemen reißt. Ja, genug gesammelt fürs Erste. Ich würde sagen, ich blende euch jetzt mal ein paar Videoausschnitte von der Bearbeitung ein. Also wie gesagt, erstmal kam das grobe Schrubben. Mit dem 80er Messerkopf haben wir erst einfach nur die Höhen hergestellt. Also sprich von den Lagerklötzen, von den Schienen oder ja den Stahleinlagen für die Linearführung und das Turmlager selber. Und im zweiten Schritt haben wir dann das Ganze fein bearbeiten und schlichten vorgenommen. Da kam dann zum Beispiel zum Einsatz ein 40er Messerkopf, einen Phasenfräser mit Wechselplatte, ein 16er Schaftfräser und so weiter und so fort. Jede Menge Löcher bohren, Gewinde schneiden und. Ich konnte nicht alles aufnehmen, aber ich blende euch jetzt erstmal ein bisschen was davon ein und danach sehen wir uns auf jeden Fall nochmal wieder. Thank you.
So Freunde, das waren also in meinen Videos endlich mal wieder Späne. Das hat ja nun doch sehr lange gedauert, bis ihr mal wieder sowas gesehen habt. Ich habe noch ein paar Fotos für euch. Und zwar hier seht ihr mal die Oberfläche, nachdem der 80er Messerkopf darüber gefetzt war und einfach mal grob richtig Material runtergenommen hat. Da kann man auch ganz gut drauf erkennen, was für ein FZ da gefahren wurde. Also ich würde sagen, das ist wirklich aller Ehren wert und wie gesagt, wenn es die Belastung ausgehalten hat, was da ablief, auch später in der Feinbearbeitung, dann brauche ich mir überhaupt gar keine Gedanken machen, dass die Kiste mir hier im Keller jemals auseinanderfliegt. Ja, danach gab es dann die Feinbearbeitung und wie das am Ende aussah, das seht ihr jetzt hier. Da könnt ihr auch sehr gut sehen, dass die Oberflächen wirklich Sahne geworden sind. Also man kann selbst mit dem Fingernagel drauf rumkratzen. Dieser obligatorische Test quasi mit der Nageloberfläche. Das sind absolut Sahne und glatte Oberflächen geworden. Nun wurde ich auf meiner Facebook-Seite öfter schon mal gefragt, was wir jetzt für eine Ebenheit erreicht haben bei der ganzen Spielerei. Nun, dazu muss ich eins sagen, irgendwo sind dann auch unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten erschöpft. Also das kann ich so aktuell nicht wirklich nachmessen. Und selbst wenn ich die Möglichkeiten dazu haben werde, sprich Granitplatte und so weiter und so fort, werde ich da auch nicht viel dran ändern können. Das heißt, ich muss mich da so ein bisschen auf das Muttersystem, was da drüber gebügelt ist, verlassen. Beim Schruppen haben wir übrigens als Fräse eine VF6 von Haas genommen und für die Feinbearbeitung kam dann eine DMU 100T zum Einsatz. Ich würde sagen, dass es die DMU 100T ist doch schon eine Maschine, die relativ genau arbeiten kann, zumindest für meine Verhältnisse absolut ausreichend. Entschuldigung. Ja, wie gesagt, das Maschinenbett ist jetzt fertig, der nächste Major Step ist quasi das Bearbeiten des Turms und irgendwo dazwischen müssen wir dann auch noch das Schweißgestell zusammenfiedeln, damit ich die Maschine hier rechts, Entschuldigung, für euch im Video, links neben mich stellen kann, denn hier hinter mich, da soll irgendwann mal die Maschine wandern. Wie gesagt, das sind noch so zwei große Major Steps und dann gibt es noch natürlich diverse Frästeile, die gefertigt werden müssen. Da ist zum Beispiel die Kreuzplatte, das wird nochmal ein ziemlich fetter Stahlklotz. Oder eben der Maschinentisch, der noch gefräst werden muss oder überhaupt erstmal gebaut werden muss. Das alles sind noch Sachen, die mich mit Sicherheit so bis, ich hoffe, bis in Winter beschäftigen werden, dass im Winter die ersten Späne fliegen werden. Für mich gibt es auch noch was zu tun, denn ich muss eine ganze Menge Geld noch sparen, um mir den Servo für die Spindel, das ist ein spezieller Spindelservo mit sehr hoher Drehzahl, und die BT30 Wechselspindel selber mit speziellen Lagern zu kaufen bzw. zu importieren und die horrenden Steuern zu bezahlen. Ja, für dieses Video soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Wenn ihr bei meinem Projekt der Elke und auch bei meinen 3D-Druckern am Ball bleiben wollt, dann abonniert doch einfach meinen Kanal, damit würdet ihr mich persönlich auch unterstützen. Und mir bleibt jetzt zu sagen, wie immer, tschüss, wir sehen uns im nächsten Video.